Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Uncharted 4 PS5 Remastered Let's Play. Ja, Freunde, wir sind inzwischen im Paradies angekommen. Wir sind auf Madagaskar und es sieht einfach nur phänomenal geil aus. Das Wetter ist wunderbar und wir haben auch schon unsere ersten Kämpfe hier gehabt. Und wir müssen leider sagen, dass Rafe und Nadine uns auf der Spur sind, denn wir waren hier vorhin an diesem Turm gewesen und wir müssen jetzt weitermachen, haben hier an dieser Brücke aufgehört, die wir jetzt überqueren werden und genau an dieser Stelle machen wir weiter. Lasst wie immer einen dicken Daumen nach oben da, wie immer jeden Tag 16 Uhr die Folgen und ja, mein Dubai-Urlaub ist bald vorbei, also ich denke mal, ihr werdet mich kommende Woche Montag wiedersehen, also ich bin dann so am 14., 15. Februar wieder da. Wir machen weiter, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare. Die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Scheiße. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Ach, geil. Ich sag, wie habe ich die letzte Folge beendet? Ja, Freunde, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge die Brücke überqueren. Ja, hat gut geklappt. Hat gut geklappt. Okay, ich verstehe schon, was der Plan ist. Wir müssen jetzt nämlich die Brücke auch zum Einsturz bringen, dann können wir quasi da hochfahren. Jawoll. Reiß ab die Scheiße, jawoll. Wie geil, Alter. Komm. Alter, ist das ein geiles Spiel, wieder ne? Wieder die Winde, Sully. Echt praktisch, oder? Ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Ist das geil, Alter. In Gottes Namen, Alter. Wirklich. Nathan hat vorher noch ein bisschen... Sully, seh ich schon. Komm, guck mal, wie Sully am Schwitzen ist. Guck mal, seine Rücken. Boah, ich dachte gerade, der muss kotzen, ne? Rutschpartie. Rutschpartie. Alter, guck mal, diese Sully, Sonne, wie das hier alles... Sully, wie kennst du Nadine eigentlich? Boah. Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? So arbeitet sie. Boah. Siehst du, der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen will. Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast wohl recht. Hui! Was macht so Bock, hier mit dem Auto lang zu fahren, ey? Hey Sam, wenn ich mal fragen darf, wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Er hat die Seife aufgehoben. Hey, ist das ein langer, harter Weg. Kapiert? Weil's lang und ab. Sully, er weiß, was hier ist. Aha. Was haben wir denn hier? Aha. Okay, wir können hier auf jeden Fall irgendwas zum Einstürzen bringen. Zum Einstürzen. Zum Einstürzen. Alter, das Wasser, wie krank das aussieht, ne? Alter, sieht das geil aus. Guck mal, wie auch die Klamotten so sofort durchnässt sind, ne? Finde ich auch immer so nice, ey. Okay, jetzt ist die Frage aber... Wir können hier noch nichts machen. Das heißt, wir müssen anscheinend erstmal... Ich kann mich gar nicht an diesen Brunnen hier erinnern, ne? Vielleicht so, wie es ist, Freunde, ne? Ich kann mich gar nicht 0,0% hier dran erinnern, Alter. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal raus. Nehmen vom Wagen dieses Ding mit. Und werden dann versuchen, das Ganze mal zum Einstürzen zu bringen. Okay, liegt auf jeden Fall ein Schatz, okay. Ja, komm, nehmen wir den mit. Wenn wir schon jetzt gerade hier sind, auf entspannt, nehmen wir den Schatz hier mit. Gib mal das Ding her. Hast du da unten was gefunden? Zack. Vielleicht. Tu mir einen Gefallen, geh mal ans Steuer. Ach, geil. Ah, wir müssen jetzt rüberrennen. Springen kann er nicht damit. Stimmt, weil das ja halt auch so eine gewisse Aerodynamik hat. Ach, geil. Okay, das ist, glaube ich, nicht so schlau, ne? Ah, okay, okay. Guck mal, da ist extra so ein Ding, jetzt merkt ihr? So ein Loch. Dass wir das quasi hier so durchziehen können. Ja, ja. Ja, ja. Okay, und jetzt einmal rum. Und ziehen. Hey, Sully, leg den Rückwärtsgang ein. Okay, eine Sekunde. Guck mal, was jetzt passiert. Aha. Aha. Ja, klar. Das nennt man mal die perfekte Brücke. Das sind noch Zufälle, die gibt es nur in Uncharted, Freunde. Merkt euch das. Und das alles für diesen Schatz hier. Egal, nimm mal mit, ist cool. Das hatten wir vor 6 Jahren safe nicht gehabt. Ich kann mich daran wirklich 0,0% erinnern. Sonst schreibt ihr mal rein,
ob wir das damals gesammelt haben. Also, ich bin ehrlich zu euch, mir ist das absolut nicht im Kopf. Ich weiß gar nichts mehr davon. Ob wir das da eingesammelt hatten oder nicht. Und? Nichts Großartiges. Ich zeig's dir im Hotel. Ich zeig's dir im Hotel. Und? Sully direkt wieder der Gauner, Alter. Dachte auch, ich hab da unten 1000 Gold Kilogramm gefunden. Was laber ich da? Wachmänner. Ah, ist klar. Ich hab mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery auf den anderen zu hat. Nur für den Fall, weißt du. Ah. Und außerdem Bücher? Verdammt. Seht ihr den Raum? Oh, schon ein langsam. Mach's langsam. Und mein Ohr, kennt ihr das, wenn das so innen drin im Ohr juckt? Ich hasse das. Ah, es sieht so geil aus hier, Alter, diese Idylle, alles. Sehr idyllisch, idyllisch. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Klar. Und außer den Büchern, Liegestütz, Rauch. Was er im Knast gemacht hat, erzählt gerade. Liest unten mit, Freunde. Liest mit, interessant. Wie Sam die Seife im Knast aufgehoben hat. Sam, wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Bin gebeten, einen Brief zu schicken. An deinen Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Abreibung bekommen. Und den Wachmann nie wieder gesehen. Okay. Aber ich hab meine Rache bekommen. Seht euch das an, Leute. Was ist das? Oh, das ist mal an. Das hier, Alter. Da oben scheint irgendwas drin zu sein im Turm, oder? Bin ich blind. Irgendwas war da oben drin, meine ich. Heilige Scheiße. Von hier oben kann man bestimmt ganz Kings Bay überblicken. Ja. Weißt du, da oben ist ein Schatz. Boah, da muss ich hoch. Da ist das Flusstal. Boah, Bruder. Alter, guck mal da hinten, die Stadt und so. Wie viel Liebe zum Detail, ne? Ey, Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Shoreline-Söldner zu sehen? Schwer zu Nein. sagen. Ich glaube nicht. Alter. Das ist geil. Man sieht so am Ende, klar, guck mal, da wohl so ein bisschen verkackt, wo das so wackelt mit den Steinen und so. Aber die können ja nicht jeden Zentimeter perfekt machen. Auch die Stadt hier und so, seht ihr? So, aber wenn man so von so einfach so guckt, so der erste Blick, das ist ja das Wichtigste und das ist einfach geisteskrank. Sully, komm mal auch mit nach oben. Also, wie geht's dir so? Ja, noch in einem Stück. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Und dass du den Verleihtypen so eingewickelt hast. Kein Problem. Zum Teufel, ich hatte ja selbst einen halben Spaß dabei. Wie in alten Zeiten, ne, Sully? Okay, weiter geht's. Wann weiter? Madagaskar. Boah, ich weiß gar nicht, wie viel Spielzeit das Spiel hat. Ich glaube, so 15 Stunden oder so. Auf jeden Fall ordentlich lange. Die haben da so ein geiles Game auf die Beine gezaubert. Und es scheinen aber keine von der Dienstleuten zu sein. Als wären wir die Ersten. Wir waren die Ersten. Der Zweite, der Dritte schreibt keine Geschichte. Okay, müssen wir auf jeden Fall... Hey, was sagst du zu der Zugbrücke, Nathan? Etwas fehl am Platz. Aber man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht irgendwas schützen will. Aha. Noch ein Siegel. Und? Weißt du, wem es gehört? Das Pegasus. Ja, das weiß ich. Anne Bonny. Mhm. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Ha, klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Okay, vielleicht können wir irgendwie hoch. Aber hier stehen nicht umsonst so Explosivfässer. Das heißt, es werden 100% gleich Gegner kommen. Was steht da? Oh, Barock. Was steht da? Schorlein muss schon hier gewesen sein. Wer es findet, dem gehört. Ist der Bruder von... ist er nicht der Vater... Von Sangoku, Bardock oder wie hieß der? Er hieß auch Bardock. Yardi-Wagen, kennt jemand den Yardi-Wagen? Stark. Also müssen irgendwie die Brücke da runterlassen, ne, wie ich sehe. But how can we go there? Die Stufen sind zerstört, man kommt nicht hoch zur Brückenkurbel. Okay, ich sehe mich hier oben mal um. Randle-Peter findet schon was, keine Sorge, warte mal. Komm, Nathan, wir gehen mal außen rum. Und oben ist nämlich eine Seilbahn. Mit der wir problemlos rüberfahren können. Ne? Und später kommen wir runter. Hey Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der Alter. Größte bis jetzt. Aha. Bingo. Sam, Initiallieferung. Oh mein Gott. Oh. Eieieiei.
auf. Hey Junge, alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Gut, dann bis gleich. Ich fahr das Auto näher ran. Okay, wir müssen jetzt irgendwie die Brücke runterlassen. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir denn da hoch? Hä? Ja, hochklettern geht irgendwie nicht, ne? Was müssen wir denn jetzt hier machen? Warte mal. Wir können hier... Ah, okay, ich glaube, ich weiß wie. Oder? Meint ihr nicht? So? Und dann da, ja, genau, an der Seite. Irgendwie so habe ich mir das schon gedacht. Let's go. Ja. So lustig manchmal. Der springt 20 Meter. Für den kein Problem. Und dann auf einmal fällt er aus 2 Metern runter. Ah, alles tut weh, alles gebrochen. Ja, ich feier das, Alter. Das ist so geil, ey. Ich liebe das Game, Digga. Einfach mal die Macher persönlich treffen und denen sagen, was die Geiles gemacht haben. Das sind gute Menschen, Alter, die dieses Spiel produziert haben. Weißt du, wie es ist, Digga. Man merkt einfach, wie viel Liebe da drin steckt. Ich weiß nicht, wie man noch mehr Liebe rüberbringen kann in Spielen, ne? Bruder. Hä? Ach so, war sogar richtig. Oder bin ich blöd? Ne, ist doch falsch. Ach, geil. Bin wohl ein bisschen zu spät abgesprungen. Muss früher abspringen, damit wir da hochkommen an der Seite, oder? Dann können wir da was drehen hier, ne? Also, brauchen ein bisschen mehr Schwung, Leute. Ein bisschen mehr Schwung. Jetzt und... Oh, warte mal, da müssen wir... Das muss doch irgendwo... Das muss doch... Hä? Warum springt er da nicht hin? Na, warte mal, willst du mir sagen, ich kann jetzt einfach hier von der Seite normalerweise so drauf springen oder was? Nee. Bei der Seite ist es nicht. Nur auf der anderen Seite so. Nur auf der anderen Seite. Bei der Seite ist es nicht. Deswegen müssen wir safe rüber. Ich glaube, ich stelle mich gerade einfach noch ein bisschen an. Ne? Irgendwas. Digga, ich kann, glaube ich, einfach von hier dahin springen, oder? Nicht deren Ernst, oder? Kann ich... Oh mein Gott, Digga. Oder ich fasse es nicht, ne? Aber der kann doch da gar nicht hoch, ne? Wie ich, ach so, der kann da gar nicht hoch. Okay, okay, okay. Wir müssen, aber... Da geht's runter. Und da... Irgendwas ist hier faul, Digga. Das ist nicht umsonst hier so, oder? Was sagt ihr, Leute? Warte mal. Wie kommen wir denn da jetzt rein, Alter? Ich will da jetzt rein. Ohne Hinweis. Nein, verpiss dich. Ich hasse das, wenn ihr immer... Aha. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Sag mir nicht, hier gibt es irgendwo eine Innentreppe oder so, die ich nicht gesehen habe. Ne, wir rätseln zusammen. Oh mein... Ich dachte gerade schon, ne? Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, das ist nicht... Nein, 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 das ist gerade nicht passiert, oder? Ich denke manchmal, das ist ein gutes Beispiel fürs Leben. Denkt nicht immer zu kompliziert. Manche Dinge sind einfacher, als sie ausschauen. Merkt euch das. Ja. Bruder, was habe ich da experimentiert mit dem Kletterhaken da hin und her und so? Wahnsinn. Wahnsinn, Leute, sage ich dazu nur, ne? Warte, ruhig, Pause. Schwede. Ich schaff's schon. Ich meine, da ist nur eine Kurbel, oder? Ja, wahrscheinlich. Du machst das super, Junge. Boah, Digga, das geht richtig auf die Hand. Da ist nur eine Kurbel, ja, alles klar. Boah, hör mal die Musik, Digga, wie geil. Din, din, din. Boom. Ey, Digga, wie kommen die Granaten hier schon her, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Eine geile Musik. Oh, was geht denn hier? Hä? Und ich dachte schon, da oben wäre ein Sniper auf einmal, ne? Also hinter mir rechts. Nein, nein, nein. Ey, Nathan, Nathan. Nein, Nathan. Oder, lad nach erstmal. Ganz ruhig hier erstmal, ganz ruhig, Leute. Kein Stress, kein Stress, keine Panik auf der Titanic. Kann man auch so dumm sein und neben so einer Kiste stehen, ne?
Was geht hier wieder ab, Alter? Hier ist wieder... Oh, oh. Oha, oh, 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 oh. Oh mein Gott, der Sniper. Safe. Guck mal, der Rille Peter trifft die easy. Oh, oh. Ah, ich muss hier weg, Bruder. Ich muss hier weg. Was geht? Nein, 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 nein. Wo ist die Granate? Oh mein Gott, direkt neben mir, ey. Ich will nicht wissen, wie schwer das Spiel auf Spiel... Also wer wirklich, wer mir das beweisen kann, das Spiel auf der allerhöchsten Schwierigkeit zu zocken und durchbekommt. War es da ein Gegner oder bin ich dumm? Wie kommen die hier rüber? Junge, was machen die denn hier? Ja geil, ich mit meiner scheiß Pistole nur hier am Ballern. Ja, nicht mehr so viel... Oh nein. Let's go, wichtig. Hinter mir, ich brauch die AK. Ah, hier kommen, wir sind Sully und so. Da hinter mir. Wie viel Mann die kommen? Was hat diese Nadine für eine Armee, Alter? Ich glaube, die hat mal gut in der Kabine... Oh, 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 die Pfeffermühle gemacht. Oh, oh. Ich glaube, das hat die gemacht, die Pfeffermühle bei allen. Kann nicht sein, dass sie so eine Armee hat, Alter. Oh, oh. Oh mein Gott. Was? Hä, wieso geht der drauf? Niemals, oder? Okay, doch, ich dachte gerade erstmal alles von neu, Alter. Ja. Boah. Was ist das denn für ein Move, Alter? Ey, guck mal, immer wenn ich gegen einen scheiß Sniper kämpfe, muss dieser... Muss der die ganze Zeit nachladen. Jedes Mal. Ah, ich muss ruhig bleiben. Ernesto, ruhig bleiben. Los geht's. Komm, komm, komm. Mit dem... Oh, die Musik ist so geil, ne? Ey, ey, woher kommen die wieder alle her? Ey, diese scheiß Nadine, ne? Ich werde der höchstpersönlich die Fresse polieren. Ist mir scheißegal, Alter. Die verdienen so auf ihrem Maul, Alter. Ich schieß genau dazwischen, Alter. Ich schieß. Ey. Ey. Ich steck wirklich in der Scheiße. Wortwörtlich. Ja, die haben mich gebumst, Digga. Wahnsinn. Ey, ich schwör auf meine Mutter, ne? Ich raste hier gleich komplett aus. Ich raste hier gleich komplett aus bei Uncharted, ne? Ey, langsam gibt mir das echt auf den Sack, Alter. Kann doch nicht sein, dass wir jedes verdammte Mal draufgehen, ey. Ruhig bleiben, ruhig. Zeig dich doch, Hundesohn, hinter deinem LKW. Ey, ich krieg die Krise, ne? Die spielen die ganze Zeit Verstecken mit mir, die Schweine. Ja, die treffen alles. Die sind so gut, Alter. Die haben nicht... Hat Nadine gut euren Schwanz gelutscht, ne? Hat die gut gemacht, die Nadine. Ja, hat die einen ganz tiefen Mund gehabt. Ja, ich weiß doch. Die hat immer tief im Mund genommen mit ihren XXL-43er Oberarmen. Die hat den ganz tief in den Mund genommen. Ich weiß es doch. Deswegen seid ihr alle so motiviert, weil ihr nochmal wollt, ihr Schweine. Ich weiß doch, ich weiß doch. Digga, ja. Sag mir nicht wieder hinter mir. Ey, kannst du mir mal sagen, wie die uns von allen Seiten flankieren, Alter? Ich habe nicht mal eine Sekunde hier Ruhe und kann mal kurz chillen, ne? Hund, Alter. Jawohl, die Waffe ist nice. Okay, komm. Wir müssen mal ein bisschen hier wandern, Alter. Oh, oh. Bam. Let's go. Zack. Den habe ich Hubs genommen, geil. Let's go, Alter. Boah. Hey, Nate, weg hier, bevor noch mehr Schorlein. Ich sag euch so, wie es ist, ne? Was war das für eine Stelle schon wieder, Alter? Verrückt, 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 Alter. Schon kurz vorm Ausrasten. Aber so macht's Bock, Digga, wenn das schön, schön Action ist, nicht alles direkt sofort klappt. So muss es sein, Alter, so muss es sein. Ja, Digga, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Das kann doch nicht sein. Wie schnell funktioniert das denn hier die ganze Zeit? Ich check's nicht, ne? Ehrlich, ich check's nicht.
Bitte. Hui. Noch runter. Zack. So. Und diese Brücke überqueren wir gemeinsam in der nächsten Folge. Und ich verspreche euch, diesmal wird sie nicht am Anfang der Folge einstürzen. Lasst einen Daumen nach oben da für das nächste Uncharted Let's Play. Es hat unnormal Bock gemacht. Es werden noch so circa, glaube ich, 4 Folgen kommen. Und ich komme ja dann, wie gesagt, am 15. wieder zurück. Und am 15. wird auch direkt die erste Uncharted-Folge nach dem Urlaub live von mir aufgenommen werden, Leute. In alter Frische, Leute. Es macht auf jeden Fall unnormal Bock, die ganzen Folgen nacheinander hier wegzuballern, keine Frage. Aber irgendwann, nicht die Puste geht raus, aber natürlich wird man ein bisschen unkonzentrierter, ein bisschen schlapper. Das darf man nicht auch vergessen. Es ist ja schon immerhin 4.55 Uhr am 3.2.2022. Jetzt habe ich die Brücke trotzdem überquert. Ich bin so dumm, Alter. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder. Ernesto Alverde ist raus. Haut rein und ciao.